Lehrgeld für euch alle. Kleine Frage, Arschkriecher. Wer von euch Pissern hat noch gegen mich ausgesagt damals, außer Bernd? Du wusstest genau, dass ich nüchtern war bei dem Einsatz. Wörns wusste es auch, Amsfeld wusste es auch. Dass das Ding nur deswegen schiefgegangen ist, weil Dietzel auf zwei Geigen spielt, ist irgendwie an der Staatsanwaltschaft vorbeigegangen. Wir hatten Schiss, Martin. Erzähl Papa keinen Scheiß, Arschkriecher. War's schön mit Reprowitsch, Mädchen, hä? Während deine Frau zu Hause die neue Essecke einrichtet, naschst du nach Dienstschluss schön von seiner besten russischen Ware. War's nicht so, Schucki? Ich meine, es ist doch nicht nur wegen Dietzel. Martin, wenn wir es diesmal schaffen, den Ring zu sprengen und dabei nicht sein Leben riskieren, dann... Scheiße. Ja, ich bin dran. Keine Chance, tut mir leid. Was? Wann? Reprowitsch hat Dietzel erschossen. Die haben jetzt Wörns als neue Geisel. Der ist denen im Treppenhaus direkt in die Arme gerannt. Okay, ich bin sofort bei euch. Verdoppelt das Einsatzkommando. Zu zweit. Mein Kollege trägt eine Tarnkappe. Also kennst du sie? Vom Sehen, mehr nicht. So. Ende der Durchsage. Was mal? Du bist abgehauen. Du bist da voll auf Drogen, Mann. Dealst du auch damit? Versorgst die Kids mit Drogen, ja? Komm, red schon. Nein. Das ist nur ein bisschen Eigenbedarf. Eigenbedarf? Ja. Wollen wir mal gucken, wie du heißt. Achim Straschek, Park Alley 13, ist keine schlechte Gegend. Jetzt pass mal auf, Achim, es gibt zwei Möglichkeiten. Variante A, ich bringe dich zu den Jungs vom Drogenreferat. Die machen eine Blutprobe und deine Wohnungsdurchsuchung. Danach sieht's bei dir aus wie nach einem Erdbeben in der Türkei. Okay. Variante B. Erzählst mir alles, was du über Marina Waltersen weißt. Nicht viel. Ah! Ich muss nach vorne.